Jetzt. Ja. Und. Super. Oh, danke schön. Mit einem doppelten Salto. Hi, seid willkommen in einem neuen Video vom Frank vom Foodblog-Hamburg.de. Wir wollen heute, weil irgendwie in den nächsten Tagen oder vielleicht auch heute, hat jemand Geburtstag bei uns in der Familie. Und für den backe ich heute eine Pfannkuchentorte. Erster Pfannkuchen ist hier drin. Wie man das macht, zeige ich euch jetzt nach dem Intro. Wir brauchen, um die Eierpfannkuchen zu machen, 2 Eier, ein bisschen Mehl. Ich tue das ja einfach schon mal in die Schüssel. Wir haben ja alle schon mal wahrscheinlich Eierpfannkuchen gemacht. Von daher hat ja jeder so sein eigenes Rezept. Wir brauchen so 5-6 Stück. 5-6 Stück, ja, so, das ist ganz cool. Dann trenne ich gleich meine Eier. Eiweiß hier in die Schüssel. Da mache ich mir Eischnee von, Eigelb hier hinein. Und dann kommt da noch ein bisschen Milch zu, ein bisschen Salz. Wenn man möchte, kann man da noch so ein bisschen Vanille mit reintun. Das werde ich dann gleich tun. Wenn ich soweit bin, melde ich mich gleich wieder. So, Eier sind getrennt. Ich tue da jetzt noch mal so ein bisschen was an Bonbon-Vanille rein. Und Milch. Milch, 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 Milch. So, ein bisschen Milch. Und da schlage ich jetzt einen schönen Teig draus. Dann ziehe ich da gleich mein Eischnee drunter. Und dann sind wir eigentlich fertig. Meine Frau macht aus einem ähnlichen Teig immer so kleine Röllchen, gefüllt mit Lachs oder ähnlichen Dingen. Ultra lecker. Die braucht den Teig aber natürlich ein bisschen dünnflüssiger. So wie so Crepe. Das Rezept kommt jetzt auch demnächst. Da hat sie gesagt, sie macht das demnächst mal für uns. Und dann werde ich das filmen. So, dann schlage ich jetzt mal eben schnell uns hier den Eischnee. So, Eischnee ist geschlagen. Der ist fest, da fällt nichts raus. So soll das sein. Den tun wir jetzt hier mit in meinen Teig hinein. Und dann kommt da noch eine Prise Salz dran und dann sind wir soweit durch, dann können wir da draus Pfannkuchen machen. Super. Da kommt die Eiweiß da dran. Genau, das Eiweiß schlagen wir und dann kommt das hier hinein. Das haben wir jetzt getan. Das ziehe ich jetzt hier schön drunter und dann kann ich anfangen und kann da draus Eierpfannkuchen machen. Ich habe so eine nette 20 cm Pfanne. Da mache ich immer gerne meine Pfannkuchen drin und da tue ich jetzt ein bisschen was an Fett hinein. Normalerweise nehme ich richtige Butter, aber die ist gerade in unserem Haushalt aus. Deshalb nehme ich jetzt gerade mal so ein Butterölderivat. Das mache ich heiß und dann kommt da mein Teig rein und dann werde ich da ganz genüsslich den ersten Eierpfannkuchen machen für unsere Torte. Ich tue jetzt etwas von meinem Teig in die Pfanne. Ich habe die jetzt runtergestellt auf Stufe 2 von 9 und lasse die ganz langsam da drin backen. Was erwartest du denn? Ein Bus. Ich stehe hier an der Bushaltestelle. Ach so, was kriegt man? Nichts kriegt man. So, einmal gewendet haben wir ja schon. Dann drehen wir den nochmal um. Der sieht schon ganz gut aus. Jetzt backen wir die noch kurz von der anderen Seite und wenn wir den nächsten machen, dann melde ich mich wieder. So, erstes Teil. Erstes Teil. Genau. Super. Wir backen aber trotzdem jetzt erstmal alle anderen. Wie viele brauchst du denn? Oh, so 5-6 Stück. Mal gucken. Gott. Also, erster Pfannkuchen liegt hier. Nächster kommt hier in die Pfanne. Jetzt seid ihr bestimmt da überlegen, wie kommt denn der jetzt da drauf, so eine Torte zu machen. Ganz einfach, ich habe mir ein neues Projekt vorgestellt. Ich bin ja ein großer Fan vom perfekten Dinner
und hatte mir überlegt, dass ich das gerne einmal nachdrehen möchte. Ich werde mir demnächst mal einen Tag mit meiner Frau zusammennehmen und da werden wir zusammen einfach mal ein perfektes Dinner machen. Und da habe ich hier gesessen und habe gedacht, das machst du als Vorspeise, geile Nummer, dann hast du ja schon ein Hauptgericht, aber was machst du als Nachtisch? Und da habe ich so ein bisschen rumgesucht und bin unter anderem auf diese Torte gestoßen. Die werde ich aber nicht machen als in diesem Video, aber ich habe gedacht, die ist so geil, ich werde sie trotzdem machen als ein extra Video. Und here we go, wir machen das jetzt. So, Nummer 2 ist auch fertig. Oh, das ist ja schön. Ja. Der dritte Teil kommt. Flup. So, jetzt. Nummer 4. Wir sind gleich fertig. Ja. Und die Nummer 5. Super. So, die letzte. Jawohl, der letzte. Jetzt. The last one. Sehr schön. Es geht anders weiter. Hey, man hat mir die Wurst von mir gemacht. Wie süß. Für die erste Schicht auf unsere Eierpfannkuchen möchte ich gerne eine Mascarpone-Creme bauen, die wir da als erstes oben drauf streichen werden. Dafür brauchen wir ein bisschen Mascarpone. Die genauen Angaben der Menge, die schreibe ich euch unten wieder in meine Einkaufsliste. So, da tue ich mir jetzt ein bisschen Sahne zu und dann werde ich das erstmal zu einer schönen Creme schlagen. Also ich habe das jetzt so ein bisschen mit Sahne aufgeschlagen hier. Das ist immer noch eine feste Creme, aber die wollen wir ja auch haben. Soll jetzt sich auch schön da drauf streichen lassen. Ich tue da jetzt wieder Bonbon-Vanille drauf. Ich habe hier so ein Stückchen Limette. Verteilt sich hier jetzt gleichmäßig durch die Küche. Aber ich glaube, das reicht, sonst muss ich da so viel Zucker reintun. Das verschlagen wir erstmal. Ich tue da jetzt mal so eine Menge am Puderzucker rein, um jetzt den gegenzusteuern, damit wir hier einen schönen Geschmack bekommen. Und ich glaube, ich brauche doch noch ein bisschen was an Schlagsahne. Ja, das sieht gut aus. Nachdem ich jetzt meine Creme hier schon fertig habe, tue ich jetzt in meinen Espuma, den habe ich jetzt gerade erstmal nochmal schön ausgespült, meine restliche Schlagsahne rein. Die brauchen wir dann gleich auch, um die nächsten Schichten zu machen. So, wir haben jetzt unsere Sahne da schon drin. Jetzt tue ich da noch ein bisschen Karamell oben drauf. Das gibt dem Ganzen halt noch ein bisschen mehr Flavor. Wunderbar. Dann wird das Ganze zugeschraubt. Ich mache euch mal einen Link zu diesem Espuma unten in die Video. Ja, genau, in die Description Box. Echt cooles Gerät, aber es gibt eigentlich auch nur einen von dieser Firma. So, Kartusche rein. Anziehen, bis es zischt. Passiert. Ein bisschen aufschütteln. Und ich tue den jetzt noch mal kurz in den Kühlschrank für einen Augenblick, bis wir ihn gleich brauchen. Jetzt fangen wir an zu schichten. Ich nehme mir meinen ersten Pfannkuchen, lege den hier drauf, nehme mir meine Creme, die ich eben gemacht habe. Natürlich habe ich wieder viel zu viel Creme gemacht. Verteile die da schön drauf. Darf natürlich auch was drauf sein, weil wir wollen sie ja auch schmecken. Und nicht nur an die Kanten, sondern auch schön mittig. Die nächsten lege ich mir erstmal nur so auf meinem Brett, weil wenn ich da jetzt so drauf rumdrücke, kommt ja unten im Endeffekt dann gleich meine Mascarpone-Creme raus. Das wollen wir nicht. Ich habe jetzt hier eine säuerliche Kirschmarmelade. Ich wusste gar nicht mehr, was ich gekauft habe. Die verteile ich mir jetzt hier auch schön kräftig auf meinem Eierpfannkuchen. Jetzt nehme ich mir meinen Eierpfannkuchen und lege ihn genau in der Mitte drauf.
So, auf den nächsten Eierpfannkuchen mache ich nochmal ein bisschen Mascarpone-Creme. Finde ich irgendwie ganz cool, weil ich auch so viel gemacht habe. Darauf kommt jetzt der nächste Eierpfannkuchen. Und auf den kommt jetzt Sahne und unser erstes Obst. So, jetzt machen wir hier einmal ein bisschen was an Sahne drauf. Sieht das nicht geil aus? Boah. Und da kommen jetzt gleich unser Obst drauf. Ein paar Blaubeeren hier kunstvoll hineinzaubern. Dann kommen da gleich noch ein paar Erdbeeren drauf. Diese Erdbeeren, die ich bekommen habe, ist natürlich jetzt auch keine Erdbeerzeit, ne? Darf man natürlich auch nicht vergessen. Die sind natürlich jetzt riesig. Macht nichts, aber es schmeckt. Ich habe die neulich schon gekauft. Die haben jetzt so 2-3 Tage bei uns hier im Kühlschrank gelegen. Die riechen, ist der Hammer. Eine noch. Besonders groß. So. Deckel drauf. Hohohoho, Wahnsinn! So Sahne ohne Espuma zu machen, ist irgendwie. Ja, nur das halbe irgendwie. So mit dem Espuma, das geht richtig geil. Und die Sahne wird auch 1000-mal besser, als wenn man die einfach nur so mit der Maschine aufschlägt. Ich habe mir den Espuma aber eigentlich nicht gekauft, um damit Sahne zu machen. Eigentlich wollte ich damit andere Dinge machen. Die werden auch noch folgen. Das kommt jetzt alles. Das dauert ja immer so seine Zeit. Man muss so seine Ideen, die man hat, auch erstmal umsetzen, ausprobieren, bevor man so die ganzen Sachen in so einem Channel wie hier veröffentlichen kann. Wo ich gerade hier dabei bin, hier krauses Zeug zu labern. Also, wenn ihr unseren Channel gut findet, abonniert ihn. Wir würden uns sehr freuen. Sollte dir dieses Rezept gefallen, dann gib uns einen Daumen nach oben. Hast du irgendeine Anmerkung? Oh, die lassen wir da unten. Schreib mir einen Kommentar. Ich freue mich über jeden Kommentar, den ich bekomme. Ganz besonders, wenn ich hier mit den Blaubeeren um mich werfe. Schatz, ich glaube, ich lasse den so hoch, wie er jetzt ist. Wenn wir den noch höher machen, dann matscht das nur rum. Ich glaube, 5 Stockwerke sind genug. Ja, klar. Ich glaube, das ist mein Geburtstagskuchen für dieses Jahr, obwohl ich gar keinen Geburtstag habe. Ich hoffe, euch gefällt dieses Rezept. Ich werde die jetzt nicht anschneiden, weil ich werde die noch einen Augenblick in den Kühlschrank stellen, damit die noch ein bisschen nachzieht und ein bisschen fester wird. Und dann werde ich sie erst anschneiden. Das Bild werde ich auf Instagram gleich veröffentlichen. Ich hoffe, euch hat dieses schnelle, kurze Rezept, wobei so schnell und kurz ist es ja gar nicht, man braucht ja doch ein bisschen Zeit, bis man die Eierpfannkuchen fertig gemacht hat. Aber ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen. Man kann natürlich noch ganz viele andere Sorten an Obst da hineintun. Jetzt ist Februar, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig mit den Obstsorten. Dass wir jetzt Erdbeeren haben, die gut sind, ist natürlich auch schon ein bisschen Glück. Ich finde sie aber eigentlich sehr genial und sie schmeckt auch super, ich weiß es. Ich habe sie ja nun auch schon ein paar Mal gemacht. Sollte euch dieses Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Habt ihr Ideen, schreibt sie unten rein. Habt ihr uns noch nicht abonniert, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet. Und ich schreibe euch unten wieder in die Description Box eine Einkaufsliste. Da schreibe ich auch gleich rein, wie ich es gemacht habe. Alle Zutaten sind da drin, könnt ihr euch ausdrucken. Ist eine PDF-Datei. Sollte das nicht funktionieren, einfach mal unten einen Kommentar reinschreiben. Dann checke ich das nochmal ab. Oder ihr geht auf unsere Homepage. Bei foodbloghamburg.de, da findet ihr das Rezept dann auch nochmal. Und ich sage Tschüss für heute. Und Frank von foodbloghamburg.de schaltet wieder ein, wenn der Foodblog Espresso macht oder Cocktails, Torten backt oder vielleicht auch mal was kocht. Bis zum nächsten Mal, euer Frank. Ciao, ciao.